Herzlich willkommen, liebe SVE-Fans, zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Heute war unsere Elf zu Gast am Bruchwegstadion im schönen Mainz, wie es singt und lacht. Allerdings glaube ich, dass mit dem Singen und Lachen wird heute etwas weniger ausfallen, oder Christina? Ja, zumindest für den Gegner. Der hatte unterm Strich wenig zu lachen. Unsere Elf hat hier absolut verdient mit 2:1 gewonnen. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein sehr kampfbetontes Spiel. Aber das Wichtigste, die 3 Punkte sind zu uns nach Elversberg gegangen. Janine Handler hat nach dem Spiel die Stimmen für euch eingefangen. Viel Spaß. Ja, Frank, Glückwunsch zum Sieg 1:2 gegen Mainz. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ich glaube, wir sind von Anfang an richtig gut ins Spiel gekommen. Uns ist das gelungen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich den Gegner sehr hoch anzulaufen, zu pressen, unter Druck zu setzen. Das ist uns sehr gut gelungen. Gehen dann allerdings 1:0 in Rückstand. Hat Mainz einen richtig guten Spielzug hingelegt, vorne drin. Der Außenbahnspieler nimmt ihn direkt die Flanke, im Zentrum auch. War dann schwer zu verteidigen, haben sie gut gemacht. Da mussten wir uns kurz ein bisschen schütteln, aber haben wir uns auch davon nicht groß zurückwerfen lassen. Haben dann weiter unser Pressing gespielt, läuferische Leistung heute, Wahnsinn von der Mannschaft, und haben da dann auch den Ausgleich mit erzwungen, da durch dieses Pressing dann der Modica in Schwierigkeiten gekommen ist, verliert den Ball, wir laufen allein aufs Tor zu und machen da den Ausgleich. Und ja, das haben wir das ganze Spiel über eigentlich gut durchgezogen und deswegen, glaube ich, auch verdient gewonnen. Ja, wie in der vergangenen Woche erzielt unsere Elf in der 46. Minute den Führungstreffer. Ist das der neue Masterplan der SVE? Ja, ich sage, das ist immer ein sehr guter Zeitpunkt, um ein Tor zu machen und in Führung zu gehen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht auch in der ersten Halbzeit manchmal auch schon eine 2-0-Führung haben und nicht direkt nach der Halbzeit ein Tor brauchen. Aber wenn es so läuft, nehmen wir natürlich mit, freuen uns über den Sieg heute, war extrem wichtig, und jetzt steht dann das Derby an. Ja, und Tabellenplatz 2, genau. Mainz war sehr aggressiv aufgetreten. Wie war der Gegner zu bespielen bei der robusten Spielweise? Ja, sie haben schon hart zugelangt auch. Hat irgendwie der Spielverlauf hat sich so entwickelt dahingehend. Gab viele V-Spiele, viele hitzige Situationen. Gehört auch dazu. Ist mir lieber, wie wenn so Friede, Freude, Eierkuchenspiel ist. Deswegen spielen wir ja auch Fußball, um ein bisschen Stimmung in den Laden zu kriegen. Und wichtig ist, dass wir gewonnen haben, und ob es jetzt hitzig war oder nicht, ist mir eigentlich im Moment echt egal. Hauptsache, wir haben gewonnen. Apropos Stimmung im Laden, nächste Woche ist Stimmung an der Kaiserlinde. Ja, sag mal was erwartet die Fans nächste Woche gegen Saarbrücken? Ja, da wird es auf jeden Fall noch hitziger werden als heute, gehe ich mal stark von aus. Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Es wird brennen, glaube ich. Aber wir werden den Kampf annehmen. Wir wissen, dass uns ein sehr, sehr starker Gegner erwartet. Saarbrücken hat sich dieses Jahr wenig Blöße gegeben, die meisten ihrer Spiele gewonnen, sind deswegen auch vor uns in der Tabelle. Aber wir werden in dem Spiel alles tun, um die Punkte zu Hause zu behalten. Und ich freue mich drauf, wird ein schöner Fußballnachmittag mit Action. Aber außenrum sollte dann doch alles friedlich bleiben. Es ist ein Fußballspiel. Wir freuen uns auch. Gute Heimfahrt, Frank. Danke. Ja, Mirza, 2:1 gewinnen wir hier in Mainz. Wie blickst du auf den Spielverlauf gegen die jungen Wilden? Ja. Ja, am Anfang war es ein schweres Spiel, muss ich sagen. Also sehr früh das Gegentor bekommen. Aber wir sind sehr, sehr schnell zurückgekommen. Haben das sehr, sehr gut sacken lassen und ja, direkt das 1:1 gemacht. Und ja, in der zweiten Halbzeit waren wir die klar dominante Mannschaft, haben direkt das 2:1 gemacht und ja, nichts mehr anbrennen lassen, so wirklich. Ja, du hast es schon angesprochen, ganz frühes Gegentor von Mainz, eigentlich völlig aus dem Nichts. Ihr habt euch gar nicht schocken lassen. Nee, also wir wussten von vornherein, dass wir die klar bestimmte Mannschaft sind heute. Und ja, ist natürlich blöd, also das darf uns eigentlich nicht passieren, aber schnell sacken lassen, wie gesagt, und ja. Ja, wir haben 2 vermeintliche Handspiele im Mainzer Strafraum gesehen. 1 bei einem geblockten Freistoß und 1 nach einer Flanke. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Also ich sag mal so, ein von den beiden muss ergeben. Also es war schon, ein Handspiel war eindeutig, muss ich sagen. Und ja, wenn er einen nicht gibt, wie gesagt, den zweiten muss er geben. Aber hat uns auch nicht aus der Bahn geworfen. Also und ja. Nächste Woche geht's dann daheim gegen Saarbrücken. Was habt ihr euch fürs Derby vorgenommen? Ja, wir haben jetzt 5 Siege in Folge. Das wollen wir natürlich, die Serie wollen wir weiterhin ausbauen. Es wird ein sehr schweres Spiel gegen den Tabellenführer, aber so wie wir drauf sind momentan, ja, lasst uns überraschen. Wir lassen uns überraschen, drücken die Daumen dabei. Gute Heimfahrt und danke, Mirza. Vielen Dank.
Ja, Horst, wir gewinnen gegen die Zweitvertretung von Mainz mit 2:1. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, wir waren gut im Spiel, kriegen einen Gegenangriff und pennen da, sind nicht schnell genug in der Rückwärtsbewegung und Brandstätter macht es super mit dem Außenriss zum 1-0. Sind weiter im Spiel geblieben, haben unsere Balleroberung gehabt, haben Ausgleich gemacht, wo ich sage, ja, völlig verdient. Hatten dann noch Chancen mit Kopfball an die Latte von Oschi mit Angelo, frei vom Torwart und ausgetanzt und dann doch das Tor nicht getroffen. Insofern hatte ich das Gefühl, dass wir echt richtig gut im Spiel sind. Haben wieder eine Situation direkt nach der Halbzeit genutzt zum 2-1. Ein toller Kopfball von Manu. Das haben wir jetzt wochenlang trainiert. Nein, Spaß beiseite. Aber Manu kann schon auch köpfen. Und da hatte ich die Hoffnung, dass er da auch immer mal wieder hinkommt. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir dann das 2-1 gemacht haben. Dann wurde es ein nickliges Spiel mit vielen Fouls, vielen Zweikämpfen. Ja, Unruhe auf den Bänken. Und dementsprechend war es nicht mehr ganz so flüssig wie vorher. Und wir haben auch gut verteidigt, viel verteidigt und uns den Sieg, glaube ich, auch verdient. Du hast Mainz zuvor als spielstarken Gegner mit einer guten Raumaufteilung und einer stabilen Achse eingeschätzt. Inwiefern hat sich deine Annahme bestätigt? Voll und ganz eigentlich, oder? Ja, genau. Es war schon so, Brandstätter hat seine erste Situation genutzt. Das ist ein Torjäger, der schon höher gespielt hat, das kann man sehen. Wenn du so einen Ball mit dem Außenriss reinmachst, spricht das einfach für seine Qualität. Die anderen Jungs da mit Modica und Peitz haben schon auch eine gewisse Stabilität gebracht, aber wir waren trotz alledem gut im Spiel. Sie haben natürlich immer versucht, von hinten raus zu spielen, was unser Pressing dann eben auch ermöglicht hat. Und da waren wir ganz gut drauf vorbereitet und haben das wirklich gut gemacht. Wir mussten immer so zwischen den Leuten stehen und dann, wenn der Ball unterwegs ist, Gas geben und anlaufen. Das haben wir gut hinbekommen. Also läuferisch war es auch eine Top-Leistung. Ziehen wir mal eine medizinische Bilanz. Sinan hat nach einer Kopfverletzung einen Turban. Ja, ich glaube, Dragon hat sich an den Nacken gefasst und das Ärzte- und Betreuerteam war eigentlich nonstop im Einsatz, also von beiden Mannschaften. Hatte man das robuste Auftreten der jungen Wilden eigentlich so erwartet? Nö, eher nicht. Es war doch überraschend, dass so viele Zweikämpfe geführt worden sind und mit so einer Verbissenheit geführt worden sind und dementsprechend viele Fouls, Freistöße, Behandlungen da waren. Zweite Halbzeit war es wirklich, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit wir dann in Summe hatten, aber es war hart umkämpft, so hatte ich das nicht erwartet. Nächste Woche heißt es dann an der Kaiserlinde Tabellenzweiter gegen den Tabellenersten. Was erwartest du vom Spiel? Ja, es wird ein Spitzenspiel, das ist klar. Ein Derby zusätzlich noch. Insofern sind beide Mannschaften, glaube ich, voller Selbstvertrauen. Saarbrücken hat ein bisschen Abstand zu uns, hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Vertrauen. Aber wir haben durch die Siege in Folge jetzt auch wirklich Mut gefasst und wollen ein tolles Spiel zeigen. Und dann sehen wir mal, was letztendlich dabei rauskommt. Genau. Vielen Dank und gute Heimfahrt. Danke. Danke.